Pumping Iron, Freunde, aber wir sind auf Ad Homes, deswegen wollte ich als Pumping Iron anfangen, damit ihr wisst, wer ich noch bin. Ich habe ja lange kein Video hochgeladen, aber für meine Freunde habe ich einen Spezialauftrag bekommen und das präsentiere ich so gerne. Das ist für mich einer der wichtigsten Videos, weil ich den Tamer so schätze, der so viel Herzblut da reingesteckt hat und so ein Tiny House auf die Beine gestellt hat. So, Freunde, wir sind mittlerweile drinnen in diesem Tiny House. Ist ja total in geworden, auch durch Pandemie. Ihr wisst ja auch, dass ich letzte Zeit krank war und in diesen Krankheitstagen habe ich auch gemerkt, dass die Freiheit das Wichtigste ist für einen Menschen, dass man nicht in einer Wohnung isoliert ist, sondern auch wenn man eine Tiny House hat und ein bisschen Grundstück um sich herum hat, dass man jederzeit rausgehen kann, ist, glaube ich, ideale Lösung und günstiger ist sowieso. Ich habe gelesen, dass in Deutschland auch die Runde macht, dass die Menschen ein kleines Land, Erbe mieten und so eine Tiny House draufstellen und da drin leben. Bei den Preisen, kürzlich gelesen, ein Zimmer-Apartment in München-Schwabing, 1 Million. Soll ich dazu noch was sagen? Ein menschenverachtende Vorgehensweise. Deswegen, Menschen müssen umdenken. Wenn die Reichen uns so fertig machen wollen, dann müssen wir umdenken, dass wir uns was leisten, was uns auch glücklich macht. Das ist ein zweistöckiges Tiny House. Hier ist sogar ein Doppelbett drin. Da hat man Stauräume. Man hat sogar zwei Balkone. Man kann hier rausgehen. Servus. Und man könnte hier zwei Stühle hinstellen und Kaffee trinken in der Früh, vor allem wenn man ein schönes Grundstück bekommt, wo man auch draußen sein darf, ist es ideal. Dann hat man hier nochmal einen Platz, entweder macht man da ein Bett oder man macht da nochmal, falls regnen sollte, Sitzmöglichkeit, wobei man Sitzmöglichkeit da drin hat. Freunde, die an Corona nicht glauben, ich bin jetzt 3 Stufen runtergekommen und habe Luftmangel. Bitte, egal für was ihr seid, aber respektiert einfach für die Toten und für die Kranken, dass irgendwas da ist, was uns fertig machen kann. Sehr, sehr gut gefallen hat, wenn man draußen, von draußen schaut, dass die Fenster auch verdunkelt sind und falls irgendwas passiert, dass die kaputt gehen, die fallen auseinander. Also die haben dann nicht riesen Scherben, was euch verletzen könnte. Die werden wie Sand zerbröselt, dass man davon keinen Schaden hat. Das wäre Küchenbereich. Es ist nicht komplett bereit. Man hat hier Platz für Waschmaschine, Platz für Spülmaschine, wenn man machen möchte. Dann Stauräume, Wasserhahn. Nochmal 2 Stauräume. Hier hat man WC und Dusche. Also ich muss sagen, je mehr ich habe, desto weniger will ich haben. Ich glaube, ich könnte mich mit sowas total locker anfreunden. Ich zeige euch, wie viel Stauraum man hier geschafft hat. Also jeden Millimeter hat der Freund von mir, der Tamer, ausgenutzt. Er ist handwerklich so geschickt, dass er das komplett selber gebaut hat, nach Standard des deutschen Ingenieurkunst. Hier hat man einen Wohnbereich gemacht, auch hier diverse Stauräume. Was mir sehr gut gefällt, dass so viele Fenster drin sind. Es ist hell. Hier hat man nochmal eine Sitzgelegenheit. Man könnte hier einen Tisch hinstellen, was man auf- und zuklappen könnte. Auch Stauraum hier. Also ich bin mir 1000% sicher, dass hier 2 Menschen, die sich riechen können, glücklich leben können. Ich meine, wenn man in diesem Zustand miteinander leben kann, dann hat man im Leben kein Problem mehr, weil das ist 28, 29 Quadratmeter, glaube ich, beide Stockwerke. Wobei es gibt Menschen,
nicht in München, die in noch kleineren Räumen leben müssen. Okay, ich zeige euch von außen noch mal ein bisschen was. Also ich bin fasziniert, für wem dient diese Tiny House am besten? Für die, die Homeoffice machen können, die das Wetter und das Meer haben wollen können, egal wo auf der Welt. Ein kleines Grundstück nicht mal kaufen, sondern mieten, so ein Haus kaufen, draufstellen und man hat sein eigenes Reich. Ich bin mir sicher, dass man dafür nicht reich sein muss, jung, alt, wer halt will. Jetzt gehen wir raus und zeigen von außen ein bisschen. Was ich vorhin gesagt habe, man kann nicht richtig reinschauen. Dann die Türen, manche Häuser haben das nicht einmal diese Qualität. Da hat er auch eine super Arbeit. Man kann mit einem Finger schieben. Ist zu. Auch die Farbe hat mir gefallen. Anthrazit ist mittlerweile meine Farbe. Er hat auch total modern gemacht. Allein Geländer von Balkon. Wir haben zwei Balkone hier. Also das Tiny House hat 1+1 und Badezimmer noch dazu. Man ist mobil, man kann überall hinziehen. Der Tamer hat es von Berg runter gefahren, also sehr, sehr stabil. Außenbeleuchtung integriert, man muss nur Steckdose einstecken und die Elektrik funktioniert. Auch hier hinten diverse Fenster. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Fenster, Freunde. Hier sind die Wasseranschlüsse, man steckt Schlauch rein und damit ist das ganze Tiny House mit Wasser versorgt. Dann gehen wir auf die andere Seite. Auch hier Außenbeleuchtung. Hier ist mal größere Fenster. Nochmal ein Balkon. Ja, Freunde, der Bauer des Tiny House soll mal auch zum Wort kommen. Er kann ja Deutsch. Tamer, komm mal bitte. Wir haben uns mit Tamer vor einem Jahr circa hier in Alanya kennengelernt. Und er hat davor was gebaut, wo ich mir gedacht habe, hey, dieser handwerkliche Geschick, wenn ich hätte, würde ich die Welt erobern. Und der Tamer hat es komplett, so wie das hier steht, alleine gebaut. Tamer, wie kommst du dazu, sowas zu bauen? Du weißt ja, ich bin hier ausgewandert und irgendwas muss ich ja machen, also arbeiten. Dann habe ich gedacht, komm, dann baust halt solche Tiny Häuser, weil das hat Zukunft meiner Meinung nach eigentlich. Ja, so bin ich halt dazu gekommen. Ne? Ich bin voll deiner Meinung, Tamer. Auch durch Pandemie sind wir erstmal belehrt worden, dass alles Luxus nichts hilft, wenn man eine eigene Territorium nicht hat. Und mit so einem Tiny House kann man 200 Quadratmeter Grund mieten und sein Haus draufstellen. Das hat uns auch gezeigt, dass wir aufhören müssen, eine Vernichtungsstrategie auf den Tag zu legen. Immer mehr, immer größer und nur künstliche Scheiß. Also ich finde, das hier ist die Zukunft, auch weil Menschen in allen Kategorien sich das leisten können. Ja, also so. Auch Arbeiter, so die können ein Garten. Das war der Gedanke, ja, auf jeden Fall. Ist für jedermann eigentlich gut. Ja. Woher kommt denn dieses technische Wissen, was du hast? Ich habe ja diese Bauweise, Bauschritte verfolgt. Was du alles mir erzählt hast, habe ich nur vielleicht 2% verstanden. Ja, also ich bin gelernter Maurer. Ah, okay. Und das ist ja nichts anderes wie ein Haus bauen. Nur halt mit dem Fahrwerk. Sonst ist es im Prinzip das Gleiche, wie wenn du ein Haus baust. Und du weißt ja, ich habe ja sowas schon mal gemacht hier mit Ali. Ja. Und über ihn habe ich auch vieles technisches Zeugs noch gelernt, muss ich ja dazu sagen. Ja. Und
So, mein Hobby ist ja so mit Autos produzieren, ja. Irgendwas bauen. Richtig. So ist das eigentlich entstanden. Ja, ich habe ja Tamer verfolgt, wie ich gesagt habe. Er ist sehr bescheiden. Er will nicht großkotzig klingen, was ich auch verstehe. Wenn man eine Sache kann, dann gibt man damit nicht an. Und er kann tausendmal mehr Sachen wie ein Mensch, der zwei linke Hände hat. Also ich könnte es nicht einmal aus Karton so basteln, wie er mit Metall gemacht hat. Ja, Tamer, ich freue mich, dass ich das aufnehmen durfte. Wir werden helfen. Gerne. Ich hoffe, dass wir das Haus euch weitervermitteln können. Das Haus kostet 220.000 Tele. Das sind zurzeit über 20.000 Euro ungefähr. Tiny Häuser sind meistens noch kleiner. Das ist ein großes Tiny House. Das ist zweistöckig. Gell? Hat 29 Quadratmeter. 29 Quadratmeter ist fast eine Zimmerwohnung in München. Ja. Ja. Und es ist mit den besten Materialien, weil ich immer wieder Zuschauer war, wie er alles geschweißt hat, wie er diese Außen... Genau, Aluminium Komposit heißt es, höre ich auch zum ersten Mal, zugepflastert hat, also Nässe und so weiter, hat keine Chance. Auch diese Liebe zu Detail, wie er die Schrauben abgedeckt hat, das ist nicht türkisch, das ist Made in Germany, Ästhetik pur. Ja, Tamer, ich hoffe, dass wir erste Tiny House, was du gebaut hast, eigentlich zweite, weitervermitteln können. Und die Menschen damit ein glückliches, langes Leben haben können, dass du weitere Tiny House Häuser bauen kannst und Menschen glücklich machen kannst. Dankeschön. Okay, danke fürs Zuschauen, Freunde. Wie ihr wisst, war ich lange krank, deswegen haben wir ein bisschen Pause gemacht. Aber jetzt geht es in vollen Zügen weiter. Ihr wollt jetzt ja günstige Sachen sehen. Das günstigste, was ich hier aufgenommen habe, ist hier. Wobei das vielen, was ich aufgenommen habe, Paroli bieten können. Bis dann, Freunde.